Hallo Freunde, ich bin's mal wieder und ihr seht schon, jeder der Banjo-Tooie kennt, müsste jetzt eigentlich genau wissen, wo ich bin. Ich bin bei Terry's Nest, dem Endboss der fünften Welt, und der behauptet, wir hätten seine Eier geklaut. Und ja, jetzt müssen wir ihn halt zur Vernunft bringen. So, das, liebe Leute, ist Terry. Das ist ein fliegender Dinosaurier. So, am besten... Na? So, Moment, das war zu weit. So, am besten mit Granateneiern ausrüsten. Die machen den meisten Schaden. So, und wir können nicht entkommen. Gib mir meine Eier zurück, du widerlicher Langfingerbär! Welche Eier meinst du? Spiel nicht den Ahnungslosen! Meine Eier her, oder... Oder was? Du bist sowieso bald ausgestorben! Möglich, aber bestimmt nicht vor euch! Terry, erboster Pterodactylus-Papa. Also, er ist definitiv ein Männchen. So, wow, und wir müssen hier mal seiner... Das ist gar nicht seine Kacke, das ist seine Kotze. Der kotzt auf uns. Ich glaube, auf der anderen Seite habe ich einen besseren Aussichtspunkt. So, einfach, während er hier rumfliegt, kann man ihn abknallen. Diese Eier tun weh! Ich mache kurz Pause, während die Schleimbolzen euch weichklopfen. Schleimbolzen. So, die müssen wir jetzt auch alle mal besiegen, damit es weitergeht. So, wenigstens gibt es hier Energie. Hey, wo sind meine rotznasigen Helfer hin? Du hast sie gestohlen, genau wie meine schönen Eier. Mann, ist doch gar nicht wahr. So, hier kann man sogar noch... Autsch, hier kann man eine Bohrbirne machen. Schon mal für später. So. Steckst du? Da steckst du. Aha. Na, was sagst du jetzt? So, jetzt kommen gleich noch mehr Schleimbolzen. Voll eklig. So, kommt her, ihr schleimigen, wabbeligen Viecher. Hey! So, und ein letztes Mal kommt er wieder her. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch ein paar Mal mit Granateneiern treffe, dann müsste er eigentlich schon besiegt sein. Autsch! Wenn ich nicht vorher besiegt bin. So. Und zack! Hört auf, mir reicht's! Hast du genug? Och, wer wird denn gleich heulen? Ich habe alles versucht, aber ihr rückt meine Eier nicht raus. Wir haben deine Eier nicht, Harry. Ihr habt sie nicht? Oje, entschuldigt die raue Begrüßung. Schon in Ordnung, ich fand's lustig. Vielleicht können wir auch schon nach ihnen nach deinen Eiern halten. Das würdet ihr tun? Das ist wirklich nett von euch. Es sind vier Eier. Sie müssten alle kurz vor dem Schlüpfen sein. Wir kümmern uns drum, Terry. Findet bitte die Eier, bevor ich aussterbe. Ich gebe euch die eine Hälfte der Belohnung jetzt und die andere später. Ja, das ist mal ein Passlof. Und Terry bekommt nämlich sogar zwei Passlos. Damit die Suche nach meinen Eiern leichter wird, gebe ich dir dies. So, wir erhalten eine Flugplatte und jetzt färben sich die Eier nämlich bunt und dann kann man sie mit Kazooie auch ausbrüten. So, also hier bei dem Teich ist mal eines. Dann in der Ugelbugelhöhle ist eines, da war ich noch gar nicht drin. Die anderen zwei werden mir nicht gezeigt, aber da weiß ich auch, wo die sind. Nämlich eines in der Ungabunga-Höhle und das vierte ist dann sogar oben im Berg. So, die erste Hälfte der Belohnung ist das eine Puzzle. Na bitte, 45 Puzzles.
Ja, dieses Puzzle habe ich bekommen, weil ich Terry besiegt habe. Und das andere bekomme ich dann, wenn ich ihm seine 4 Eier ausgebrütet habe. So, und wenn ich jetzt hier runterspringe, kriege ich sogar noch ein Puzzle. Oh, Moment, so. Einfach hier reingesprungen und... Tada! Oh, das war ja mal das einfachste Puzzle überhaupt. So. Gut, und jetzt werde ich das Nest aber nicht durch diesen Weg verlassen, sondern hier drüben gibt es noch einen Weg, der mich in den Berg reinbringt. So, hier drüben. Genau, und hier kann ich auch schon mal das Gittertor öffnen. Und hier sind Trennplatten. So, ihr seht schon, da war ich schon mal drin. So, und da oben ist sogar schon eins der Eier. Jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Man kann mit Kazuya nicht klettern, aber... Da unten gibt es ja zum Glück eine Flugplatte. So, und ich hoffe sehr, dass ich, wenn ich hier runterfalle, nicht sterbe. So, Moment. Gut, wenigstens flattert Kazuya ziemlich lange und brav. So, dann kann ich ganz einfach hier mit dieser Flugplatte hoch zum Ei fliegen. So, und... Genau. So, und dann kann ich es auch schon ausbrüten. So, wow, Vorsicht. So, ganz langsam und einmal brüten, bitte. Das ist eines meiner goldigen Kleinen. Oh, ist das nicht süß? Schon irgendwie, aber interessant, dass die sogar schon fliegen können. Naja, so, das war mal das Erste. Wow, Vorsicht. So, dann gleich mal wieder mit Banjo vereinigen. So. Ich glaube, wenn ich ja ins Wasser falle, dann müsste ich sowieso keinen Schaden nehmen. Genau. Das Wasser dämpft den Aufprall. Eigentlich ganz logisch. Dann begebe ich mich jetzt quasi mal auf Eiersuche. Wobei wirklich suchen muss ich die ja nicht. Ich weiß ja wirklich, wo alle 4 sind. So. Erstmal raus aus dem Berg. Da drüben. Oh, allerdings brauche ich ja wieder Trennplatten. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo Trennplatten sind. Ich glaube nämlich, wenn man drinnen im Berg sich trennt, dann kann man den alleine mit einem von den beiden nicht verlassen. Die müssen nämlich immer zusammen das Gebiet verlassen. So, glaube ich zumindest. Ich glaube, das ist wirklich so. Und da sagt dann Kazuya sowas wie, hey, ohne mich gehst du hier nicht weg, Banjo, oder so. Irgendwie so ähnlich halt. So. Aber wenigstens gibt es hier drüben Trennplatten. Genau hier. So. Und hier sind auch noch Sprungschuhe. Ah, verdammt. Komme ich hier jetzt nicht rüber? Doch. Komme ich rüber? Komme ich? Sehr schön. So, und jetzt mit dieser Flugplatte hier. Kann ich ganz einfach zu dem Ei da drüben fliegen, das ausbrüten. So. Bitte landen,
Banjo-Kazooie bitte landen? Danke. So, komm schon. Und zweites Ei ausgebrütet. Ja, ja, das ist genauso süß wie das andere, musst du ja nicht jedes Mal sagen. So. Das dritte ist dann in der Ungabunga-Höhle und das vierte in der Ugelbugel-Höhle. Na gut, die Reihenfolge ist eigentlich egal. So, wow, 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 bloß nicht. Ich bin gleich tot, also Kazooie hat nur noch eine Energie. Kann ich, aber die werde ich mir jetzt dann gleich bei Yamyas auffüllen. Das ist wenigstens das Praktische, das war aber glaube ich im Banjo-Kazooie auch schon so. Wenn man mit Bottles gesprochen hat, dann, also an seinem Maulzügeln, dann hat man auch Energie aufgefüllt bekommen. Das wollte ich jetzt nicht, ich wollte den hier machen. So, und... So, mal kurz labern. Dann erklärt er uns jedenfalls nochmal den Move. Bla bla, und... Wieder volle Energie, ist doch viel besser. So, achso, ja, ich kann ja... Kann ja sowieso auf direkten Weg in die Ungabunga-Höhle. So. Oder? Ach, ich gehe halt mal in die Ugelbugel-Höhle rein, da war ich ja wirklich noch gar nicht drinnen. Da ist ja vorher immer dieser fette Typ rumgestanden von den Ungabungas. Ugelbugel-Höhle. Ja, was ist denn mit dir los? Hallo? Mit dem Stotterproblem solltest du aber mal zum Arzt gehen. Nee, nicht stottern. Verflixt kalt. Keine Zentralheizung. Auch kein Essen. Ungar-Stamm bewacht Höhle draußen. Bitte wärm Höhle auf und gib Essen. Hast du ein Puzzlo? Vielleicht. Erst Wärme und Essen. Ja, die haben hier gleich zwei Probleme. Ihnen ist ganz kalt und sie haben Hunger. Aber das kann ich leider erst später komplett machen. Zumindest für Wärme kann ich schon mal sorgen mit den Feuereiern. So, jetzt kriegt er wenigstens wieder Farbe. Ich jetzt warm, aber immer noch hungrig. Fast Food gut. Ey, woher weiß ein Höhlenmensch, was Fast Food ist? Das gab's doch zu der Zeit noch gar nicht. Na egal. Ja, und wo gibt's Fast Food? Natürlich im Hex-Hex-Park. So. Aber erstmal sorgen wir hier für Licht und Wärme. Ja, ja, ja. Du bist auch noch hungrig, ich weiß. Und ist das nicht hier? Ja, genau. Hier oben ist doch schon das dritte Dinosaurier-Ei. Hier gibt es, glaube ich, auch irgendwo Trennplatten. Genau hier. Da kann ich gleich mal mit Kazooie das dritte Ei ausbrüten. So. So, hier gibt es wenigstens eine Sprungplatte. Und wieder mal brüten. So, jetzt ist nur noch eines übrig. Das werde ich aber auch noch ausbrüten. Ist ja logisch. So. So, Moment, hier ist jetzt ein fetter Felsen. Zack, und hier ist noch eine Sprungplatte drunter, damit ich nämlich noch hier hochkomme. Weil da hinten ist nämlich noch ein dritter Ugelbugel, dem kalt ist und der Hunger hat. Also insgesamt sind es drei von denen. So, hier. Na, besser. Ich denke schon. Ich jetzt warm, aber immer noch mal. Fast Food gut. Und der kaut an seinen Fingernägeln rum. Ist das eklig. Das ist echt... Echt nicht lecker.
Mann, wo geht's denn hier raus? Es ist teilweise trotzdem noch dunkel. So, und jetzt ist das große Problem. Wenn man den Hex-Hex-Pack auf dem normalen Weg verlässt, dann wird einem ja am Ausgang immer das ganze Essen abgenommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was tun, damit wir das Essen zu diesen Höhlenmenschen bringen können. Dazu gibt es hier einen Geheimweg in die dritte Welt, in den Hex-Hex-Pack. Hier steht eh schon Two Witch World. Und hier kann ich mal mit dem Schalter das Tor öffnen. Und dann bin ich wieder im Hex-Hex-Park, und zwar da, wo wir quasi mit dem flotten Flugobjekt gelandet sind, nachdem dieser Flugparcours zu Ende war. Da führen Fußspuren hoch, wo ich aber leider sonst nicht raufkomme, weil mir fehlt ein Move. Mir fehlt die vierte Art von Schuhen, die es in dem Spiel noch gibt, und den Move lerne ich erst in der sechsten Welt. Also kann ich dieses Puzzle leider noch nicht bekommen. Das geht erst, wenn ich in der sechsten Welt den Move für diese Schuhe gelernt habe. Gut, aber was ich jetzt noch machen werde, ist das letzte Dinosaurier-Ei ausbrüten. Das befindet sich, wie gesagt, in der Ungabunga-Höhle. Und dann bekomme ich ein weiteres Puzzle von Terry. So, und das Ei, das ist hier hinten. Nee, Quatsch, nicht hier. Hier habe ich ja dieses goldene Relikt umgedrungen. Hier geht's lang. So, hier geht's lang. Da, wo Kazooie eigentlich auch ihren Eierbrüter-Move gelernt hat. So, man, verpiss dich, du blöder Bienenstock, ey. So, hier gibt's auch schon Trennplatten, und hier hinten ist eine kleine Spalte in der Wand, und da befindet sich auch das vierte Dinosaurier-Ei. So. Sieht man fast gar nicht. So, und das wär's. Das vierte ist ausgebrütet. Wow! Sieh nur, ist sie nicht ein großes Mädchen? Wie war? Sie kann nicht mal fliegen. Ich fürchte, es ist nicht genug Platz im Nest. Glaubst du, du könntest sie mit einem Granaten ertreffen? Wie kaltherzig! War nur ein Witz. Bring sie zu mir und ich arbeite ein Trainingsprogramm für sie aus. Dann schau ich mal nach Benjo. Ist das fies? So Granaten nicht treffen? Ey, also was machen wir nicht? Oh Mann. Also ein bisschen schwarzer Humor ist da auch in dem Spiel enthalten. So, das Kleine hier kann leider nicht fliegen, deswegen müssen wir es mit der Taxitasche zu Terry bringen. Wow, lässt du mich in Ruhe? Lässt du mich in Ruhe? Wow, das war knapp. Auf zu Terry, da habe ich wenigstens schon mal das Warpfeld aktiviert, dann kommt auch Benjo da ganz einfach hoch. So, Moment. Autsch. Benjo hält aber auch nichts aus. Ja Leute, aber ich glaube, bevor ich das erledige, werde ich den Part mal beenden. Und im nächsten Part werde ich dann das Kleine zurückbringen. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Leute. Ciao!